Hallo, na, vom unhöflichsten Garten ganz Deutschlands mal wieder. Ich habe die Brille mal aus, weil das macht man nicht. Hallo, na, wir sind wieder mit unserem Garten dran. Und ihr seht schon, ich bin schon mit einem Kaffee ausgerüstet. Philipp und ich haben heute einiges vor. Wir möchten nämlich unter anderem einen Zaun errichten und mal gucken, was wir sonst noch so ein bisschen freigeschnitten kriegen. Und weil ihr ja gesagt habt, dass ihr unsere Gartenvideos liebt, dachte ich, wir machen mal ein bisschen weiter. Hoffentlich, hoffentlich. Falls Wetter ihr ist ja das. schön. Wetter ist herrlich heute. Und wenn ihr das ganze Gartenprojekt mögt, dann unterstützt es doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Und da kommt die Cleodoris. Ja, bitte, was denn? Ja! Was denn? Schreikatze. So. Wir haben schon Zaun gekauft und wir haben ein bisschen hin und her überlegt, was wir für Zaun nehmen sollen. Und ich habe mich jetzt für einen 90 cm hohen Staketenzaun entschieden. Nadine, ich war 2 Sekunden nicht da. Ich habe jetzt meinen Zaun gefunden. Das wird schön. Müssen wir nur richtig dran kriegen. Und dann wächst da ganz viel Grün dran rum, bestimmt. Tja, wird super. Du stellst es dann Toll. gleich auf und ich lege mich auf die Couch, Auf ne? gar keinen Fall. Anders. Weil ich mag das, das sieht so ein bisschen bauernhofmäßig aus und der soll jetzt erstmal nur hier den oberen Teil einzäunen, weil Philipp und ich das ganze Projekt hier ein bisschen kleiner machen müssen, weil es doch wahnsinnig viel Geld frisst, was aktuell einfach nicht da ist. Ich helfe dir doch jetzt gleich, Mann. Immer diese Männer, ne, die nicht warten können, bis die Frauen fertig moderiert haben. Wir haben nämlich noch einiges vor. Wir wollen uns um den Teich und das Gewächshaus noch kümmern und so. Aber es ist natürlich wahnsinnig viel, die das Ganze kostet. Und deswegen, da hinten wird ein Baum ausgewurzelt oder sowas. Deswegen machen wir uns jetzt für dieses Jahr erstmal den oberen Bereich hier fit und frisch und schön. Und werden dann im nächsten Warte. Jahr wahrscheinlich schauen, dass wir dann unten weitermachen. Aber unten, wie gesagt, sind ja auch noch das Gewächshaus und alles. Also es gibt eine Menge zu tun. Ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal die Pfosten in die Erde. Philipp, ich habe dir da Geil. ein Loch ausgehoben. Steck dein Fuß schon mal rein. Du Pfosten. Lalalalalala. Ja, so würde ich es machen, oder? Ach so. Hallo. Nadine hat ein neues Spielzeug. Nee, ist einfach eine Heckenschere. Eigentlich wollte ich damit die ganze Zeit gar nicht arbeiten, weil ich Angst vor so großen mechanischen Geräten habe. Aber komm, das ist Die nett. sieht aus wie von One Piece hier, der Typ mit dem mit der Dingsnase. Ja, Richtig. ich habe nur so ein bisschen jetzt hier Schnitt reingebracht, weil wir wollen jetzt hier mit dem Zaun weitermachen. Und ich habe was gefunden. Witzigerweise, ich lege das mal gerade hier ab. Man findet hier ja immer allerlei lustige Dinge. Und zu meinen Errungenschaften heute ist hier auf jeden Fall der Ständer von einem Fahrrad. Einen Ständer gefunden. Und dann habe ich einen Kamin gefunden, aber den müssen wir auf jeden Fall nochmal verputzen, weil der ist, glaube ich, nicht mehr so der fitteste. Gut, wir machen jetzt auf jeden Fall hier in der Ecke weiter. Ich habe nämlich jetzt schon so ein bisschen Zeug rausgeholt und dann gucken wir mal, würde ich sagen. Geil. Uff. Was hast du da? Ist das dein Geheimnis? Ich finde es übrigens schade, Philipp. Ich finde es schade, dass es kein Geruchs-YouTube gibt. Sonst würden die Leute mal riechen, wie geil das hier bei uns im Garten aktuell riecht. Wir haben nämlich alles voller wildem Bärlauch. Oh ja, stimmt. Ja, riechst du das? Riecht wie in der Ich dachte, das wäre ein neues Basilikumküche. Parfüm. Mein Kräuterparfüm? Ja, Ja. das ist mein Bärlauchparfüm. Tatsächlich hier der wilde Da ist eine Bärlauch, wilde Wutz. die einfach im Weg immer rumstehen muss. So, das erste Stückchen vom Zaun steht. Hier haben wir angefangen. Dann geht es einmal bis hier vorne runter. Und da kommt der Ohlbert jetzt nicht mehr lang. Jetzt machen wir gleich als nächstes, fangen wir hier in der Ecke an und machen das gleiche Spiel bis da vorne zum Grill. Hier, da müssen wir noch abklären, wo wir den Zaun anbringen dürfen, weil natürlich da schon das Nachbargrundstück ist und wir da nicht einfach Sachen hinlöten dürfen. So, Frau Steuer. Das sieht aus, als wenn ich gar nichts machen würde die ganze Zeit, weil mich immer nur findest, wie ich nichts tue. Ich bin aber schon voll fleißig gewesen. Also, du hast und vor uns auch, das war die Latten geholt. wir mussten noch mal losfahren. Wir haben nämlich zu wenig Latten am Zaun. Und die habe ich jetzt noch besorgt, weil die Latten aber auch echt eine beschissene Qualität haben. Dadurch, dass sie Astlöcher halt drin haben, brechen die teilweise einfach so weg.
Den muss ich jetzt nochmal neu holen. Das Hundegefängnis funktioniert. Sehr gut. Ich räche noch schnell den Griff. Bist du der Rächer? Ich bin der Rächer. Wir haben es jetzt nicht mehr geschafft, eine Tür zu basteln. Das haben wir noch vor. Ich nehme euch mal mit und mache ein... Vorsicht, das ist gefährlich. Oh Gott. Einen hohen Ausfallschritt. Da habe ich heute so ein bisschen weggeschnitten. Und da will ich jetzt... ich muss mal gucken, was ich da pflanze. Irgendwelche Wildblumen und Lupinen. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Aber wir haben ja das Feld hier. Wir haben es freigelegt, sage ich jetzt mal. Und ich habe halt erst überlegt, da irgendwelche Büsche einzupflanzen und so. Da sind ja aber schon jede Menge Büsche. Deswegen habe ich da jetzt einfach so eine Schmetterlings- und Käfermischung Blumenwiese hingestreuselt und so ein paar Lupine und sowas. Ich hoffe einfach, dass das da wächst. Nee, oh Gott, er hat eine Latte, Philipp. Vorsicht, er ist Obi Ole Kenobi. Er ist komplett bekloppt. Oh, diesen Shaolin-Boxer ist das. Hey Nadine, dann ist aber schnell wieder hell geworden. Hä? Ach so, ja. Ein paar Tage später. Wir hatten diverse Unwetter hier die letzten Tage und konnten nicht so viel machen. Ich habe jetzt gerade aus dem Vorgarten den japanischen Ahorn rausgerupft. Hajimemashite! Das ist Yoroshiku, den wir da letztes Jahr eingepflanzt haben, weil der tatsächlich, so wie er alle recht hatte, zu nah am Haus stand und zu wenig Licht und Sonne bekommen, Licht und Wasser bekommen hat und sich nicht so gut entwickelt hat. Deswegen kommt er jetzt hier hinten in den Garten, in den Kübel, so wie mein anderer Ahorn, der jetzt die ganze Zeit immer auf dem Balkon bei mir stand. Den habe ich jetzt gerade umgepflanzt. Und jetzt machen wir heute den Zaun fertig und ich habe noch ein paar Sachen geholt, die wir einpflanzen können. So viel kann man ja leider noch nicht pflanzen, weil wir ja die Eisheiligen noch nicht durch haben, die übrigens vom 12. bis zum 15. Mai sind. Und vorher will ich noch keine, ja, so Trichterbinden und Kapuzinerkresse würde ich halt gerne noch da so lang wachsen lassen, aber das geht noch nicht. Deswegen machen wir heute den Zaun fertig und ich mache hier noch so ein bisschen fertig. Emma frisst ein bisschen Wiese und dann gucken wir, ob wir noch ein bisschen Grünzeug hier rausgezupft kriegen. Das ist übrigens unser Kompost, für die, die es interessiert. Wir sind jetzt am finalen Zaun-Ding dran. Das hier ist die Grenze zum Nachbargrundstück und wir wollen das jetzt da so an der Häusermauer langführen. Und dann da, hallo, du bist süß. Ja, die Hunde lassen wir auf der anderen Seite. Und dann hier vorne lang und am Kamin schließen. Anders geht's leider nicht. Und dann müssen wir noch einen Riesenhaufen Gehölz mit dieser kleinen Pizzelschublade da hinten zum Container, Schublade, genau, da hinten zum Container schaffen. Wer möchte kommen? Ja, kriegt einen Keks? Möchte es jemand machen für uns? Der meistgelikte Kommentar darf helfen kommen. Der meistgelikte Kommentar darf helfen kommen, ganz genau. Nadine, was machst du da? Ich habe was gefunden. Gucken Sie, die waren hinten in der Erde eingebuddelt. Igel! Ein kleiner Igel. Und ich habe einmal die hier gefunden. Die könnte man hier so hinsetzen. Und ich habe noch einen anderen gefunden. Aber der hat eine kleine Behinderung. Der hat nur noch ein Auge. Wie wollen wir den nennen? Das ist Bartholomäus. Oh, die Leute können auch einen Namen sich überlegen. Also, ja, genau. Also überlegt euch mal einen Namen für den einäugigen Igel. Dann heißt der kleine Bartholomäus. So, der Zaun steht. Hundeknast ist gebaut. Die Hunde laufen nicht mehr zu den Pferden. Wir haben es einmal rundherum geschafft. Kannst du mal zeigen? Ja, ich zeige es gern mal. Und zwar schauen Sie. So sieht das jetzt aus. Ta 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 ta. Und da einmal hoch. So. Und was jetzt noch fehlt, ist ein schönes Türchen. Wir haben da schon so ein altes Zaunelement. Und hier noch ein bisschen was, da ist der Nachbar am Rasenmähen, hier noch so ein bisschen übrig gelassen und das bauen wir jetzt eben einmal um. Entschuldigung, was machen Sie da? Unten ein Loch. Ein Loch? Yes. Für was? Für mich? Ja, richtig. Du warst so schlecht, hast so schlecht gearbeitet im Garten.
Also, wenn ich mein eigenes Grab schaufeln müsste, würde ich da länger für brauchen und einfach wahrscheinlich an so einem normalen Tod sterben. Gib mir mal bitte den großen Spaten. Ich habe Angst, dass der Spaten dich so hoch katapultiert. Ja, nicht so wegfliege. Nämlich ein Mini-Bäumchen. Du machst das. Super. Sorry, einer muss die Kamera halten. Ich krieg's echt nicht raus. Kannst du nicht hier mit der Schaufel einmal drumrum? Wie bei so einem Kuchen meinst du? Ja. Du schaffst das, Nadine. Ja. Was? Super. Klasse. Der ist nicht tief genug. Doch, stell dich einfach da oben drauf und gut ist. Genau, wie so ein Pogo-Stick. Super. Richtig gut. So, ich würde sagen, wir sind fertig für heute. Und wenn ihr möchtet, zeige ich euch mal gerade schnell, was sich hier geändert hat. Gib mal her. So, das ist der ganze Müll, den wir hier aus dem Garten raus gepuzzelt haben. Dann habe ich hier an der Häuserwand, vorher war das ja so mega Gestrüpp. Ich habe jetzt hier so ein bisschen was stehen lassen, weil die blüht ganz hübsch lila. Da sitzen viele Schmetterlinge drauf. Da ist die Emma. Dann habe ich hier einfach nur so ein paar Bodendecker eingepflanzt. Und das sind meine ganzen Pflanzen, teilweise vom Balkon, die kommen auch noch. Und unsere Sitzecke, wir haben auch schon einen Kaffee getrunken, voll gemütlich. Dann sehen Sie da einen süßen Philly, der keine Lust mehr hat. Da sind die Igelchen. Ja, wir brauchen noch Namen, ich bin für Igelbert. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch für Stachelbert, wenn ihr auch für Igel oder Stachelbert seid. Emma pinkelt die jetzt bestimmt gleich an. So, und dann haben wir hier, das ist der Levi, haben wir hier den fertigen Zaun. Ich gehe mal mit euch rum. Das ist das fertige, Türchen. Dann habe ich hier noch ein paar Stockrosen hingepflanzt. Das hoffe ich sehr, dass die noch kommen. Und das ist unsere Ecke mit dem, Kamin, nenne ich es mal. Wie heißt es? Grill. Und dann haben wir hier einmal hoch fertig gemacht. Das ist da dann zu Ende. Hier wächst überall Bärlauch, weswegen es heute sehr peinigend war, weil wir die ganze Zeit Hunger hatten, weil es so mega gut riecht. Hier ist die übrige Sitzecke noch von unserem allerersten Balkönchen. Und die ersten Pflanzen sind auch schon gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade eben schon gezeigt habe, aber hier kommt schon so ein kleiner Teppich von meiner Bauernmischung. Und hier drüben haben wir jetzt dann das Bäumchen fertig eingepflanzt. Und da seht ihr, kommt auch schon ganz viele Wildblumen. Bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt alles wächst. Ich habe nämlich einfach einmal die Hände vollgenommen und reingeschmissen. Bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und da ist noch ein Rhododendron, den ich gepflanzt habe. Und ich werde jetzt, wie gesagt, wenn die Eisheiligen durch sind, hier noch so ein bisschen Kapuzinerkresse pflanzen, dass die hier so hoch wächst. Ja, und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Wir haben ja noch Gewächshaus und Teich vor uns. So, das war's also von diesem Gartenvideo. Falls euch das gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein kleines Abo da lasst, damit ihr nicht verpasst, wie es hier weitergeht. Und natürlich könnt ihr euch jetzt hier an der Seite noch zwei weitere Videos anschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Montag bei meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und tschüss!